Ich habe heute Morgen eine frohe Botschaft für Sie, meine Damen und Herren. Wir stehen gar nicht so schlecht da in Europa. Und das zeigen derzeit Äußerungen und Taten der verschiedenen Notenbanken in Asien, vor allem China, Europa und die USA. Wenn wir mal zurückblicken, China hatte das Problem ja zuerst. Lockdown in China, später wir und die Amerikaner, dann China wieder raus aus dem Lockdown. Bei uns hat das ein bisschen gedauert, gefühlt bis vor einer Woche. Jedenfalls sehen wir jetzt, dass die Situation so ist, dass die Asiaten wieder Probleme bekommen. Warum? Weil sie nicht sehr effektive Virusabwehrsysteme haben. Sie haben also keinen wirklich effektiven Impfstoff. Das gilt für die Russen wie auch für die Chinesen, während wir es offenkundig geschafft haben, im Westen eben effektivere Impfstoffe zu entwickeln. Und das kommt uns jetzt zugute, selbst bei Ausbreitung der Delta-Variante, die aber, wie ich zeigen werde, nicht wirklich zu Problemen bisher führt, nicht zu großen Problemen. Aber vielleicht kriegen die Märkte Probleme, denn dieser Abschwung, der sich da in Asien andeutet, der wird an den Märkten schon eingepreist. Wir sehen Value unter Druck, Energie, diese Sektoren, die eigentlich von einem Wirtschaftsboom profitieren sollten, während Deflationsassets wie US-Tech-Werte weiter hussieren. Und wir wollen uns jetzt mal entlanghangeln an den Notenbanken aussagen, was da passiert ist, und starten mit der Fed, die gestern ja das Protokoll vorgelegt hat, FOMC-Protokoll. Viele sagen, Various, so hieß es wörtlich in diesem Protokoll, dass vielleicht das Tapering doch früher startet, weil die Konjunkturdaten eben besser geworden sind. Manche fürchten auch, several participants, wie es hier heißt, dass man die Blase am US-Immobilienmarkt zu sehr aufbläht. Also man ist so ein bisschen uneins, hat man das Gefühl, nach wie vor innerhalb der Fed. Auffallend aber, dass wir 83 Erwähnungen von Inflation hatten, im April, dagegen beim vorherigen Protokoll waren es nur 55, und da sieht man, dass die offiziellen, also die FED-Mitglieder, die FOMC-Mitglieder, doch ein bisschen überrascht sind über den Anstieg der Inflation. Das seien Supply-related Issues, also Angebotsschocks sozusagen, und die würden aber natürlich dann transitory sein, wieder verschwinden. Also das alte Mantra, macht euch keine Sorgen, wir haben die Dinge im Griff. Wir sehen aber, dass jetzt so transitory vor allem die Löhne nicht derzeit sind, sondern die steigen in den USA, vor allem in den Bereichen Transportation und Warehousing, also da, wo jetzt die Nachfrage besonders hoch ist. Logistik, da sehen wir, dass die Löhne um 17% gestiegen sind. Leisure and Hospitality, also Gastgewerbe, 15%. Überall da, wo die Corona-Krise besonders zugeschlagen hat, da steigen jetzt die Löhne, weil viele Arbeitskräfte abgewandert sind und jetzt eben diejenigen, die da noch sind, höher bezahlt werden wollen. Man findet kaum Qualifizierte. Wir sehen also, dass hier in diesen Sektoren Manufacturing, Construction sind hier auch noch dabei, dass hier die Löhne deutlich steigen, und das ist in der Regel nicht transitory, die werden nicht so schnell sinken, sondern es wird Branche für Branche wahrscheinlich Lohnanhebungen geben. Jedenfalls, die Erwartung ist jetzt, nach dem gestrigen FOMC-Protokoll, dass die Fed beginnt das Tapering im August oder September. Das heißt, die Reduzierung der Anleihekäufe erstmal wahrscheinlich in einer homöopathischen Dosis von 10 Milliarden wird man reduzieren. Also praktisch nicht mehr 120, sondern 110 Milliarden dann kaufen. Wahrscheinlich die Mortgage-Backed Securities ein bisschen zurückfahren, also diese hypothekenbesicherten Anleihen, die vor allem den Hausmarkt ja weiter befeuern. Wir haben dann gestern auch noch interessante Aussagen von San Franciscos Notenbankchef Bostic gehabt, der sagt, wir könnten in einem anderen Inflationsregime sein. Es hat sich also was geändert, wir kamen ja aus eher deflationären Zeiten. Und es ist noch nicht klar, ob die Preisanstiege wirklich transitory sind. Also der bezweifelt das Mantra so ein bisschen. Und Bostic bringt dann auch letztendlich das Dilemma der Fed absolut auf den Punkt und sagt, ja, wenn wir jetzt zu früh die Zinsen anheben, dann würde das die Wirtschaft wohl ausbremsen. Wenn wir zu spät anheben, dann können wir das Finanzsystem destabilisieren. Sven Hendrik kommentiert hier bissig, das ist eine andere Art zu sagen, egal was wir machen, es wird böse enden, und das ist genau das Problem vielleicht. Wenn ich jetzt agiere, dann wird die Wirtschaft Probleme bekommen, wenn ich nicht agiere, wird die Wirtschaft auch Probleme bekommen, weil man eben überhitzt und dann die Dinge aus dem Ruder laufen. Und wie sie aus dem Ruder laufen, sehen wir mal anhand des Nasdaq 100, der ja derzeit hossiert, und der 10-jährigen US-Staatsanleihenrendite, die derzeit ja deutlich unter Druck kommt und damit anzeigt, da ist schon eine Flucht in den sicheren Hafen, da ist eine Flucht in eben Staatsanleihen, die ein bisschen Rendite noch versprechen, auch wenn die Renditen weiter runtergehen.
Die Investoren scheinen Gelder aus dieser Reopening- und Inflationsstory erstmal abzuziehen und sie eben in Deflationsassets zu packen, wie beim Nasdaq 100. Und wir sehen, wir haben jetzt eine extrem ungewöhnliche Konstellation, noch krasser als vor Platzen der Dotcom-Blase und vor der Finanzkrise. All das könnte zumindest anzeigen, ich will es nicht beschwören, aber es könnte anzeigen, dass die Erwartungen für zukünftige Gewinne der Unternehmen viel zu hoch sind, denn wenn die Wirtschaft abschwingt, dann, und nehmen wir an, es wäre so, dann würden eben auch die Unternehmen weniger Geld verdienen. Und da ist sozusagen die Krux. Wir werden ja nächste Woche in die Berichtssaison starten in den USA. Aber es wird dann möglicherweise im nächsten Quartal richtig schwierig, weil da sind die Erwartungen noch riesig. Wir werden wahrscheinlich in diesem Quartal die Erwartungen erfüllen. Aber im nächsten Quartal kann es dann ganz anders aussehen und der Nasdaq und die 10-jährige US-Staatsanleihenrendite zeigen hier einen gewissen Widerspruch. Und dieser Widerspruch, der wird befeuert derzeit aus Asien. Die Fed überlegte Tapering. China möchte jetzt die Anforderungen, auf Deutsch gesagt die RRR, die Reserveanforderungen für Banken senken. Also das, was die Banken praktisch an Eigenkapital haben müssen, um Kredite zu vergeben, da will man die Quote jetzt senken. Und das bedeutet, dass man die Geldpolitik wieder laxer gestaltet, also die ist nicht mehr so rigide. Die Chinesen fangen also jetzt an, letztendlich die Geldpolitik schon wieder zu lockern, während die Amerikaner anfangen zu überlegen, sie ein bisschen zu strafen, nicht viel, aber ein bisschen. China sagt jetzt, okay, wir könnten jetzt so 5-6% Wachstum in der zweiten Hälfte des Jahres haben. Ursprünglich hatte man gedacht, 8% Wachstum. Woran liegt das? Wir sehen, dass in Asien die Virussituation nicht gerade besser wird. Hier in Seoul, Südkorea, da haben wir die höchste Anzahl der Neuinfektionen. Wir haben in Sydney die höchste Anzahl der Neuinfektionen. Wir haben Japan, das jetzt sagt, ja, also die Olympischen Spiele in Tokio werden ohne Zuschauer stattfinden. Also da ist das Problem virulent. Wie gesagt, die Asiaten haben ein Impfstoffproblem. Gleichzeitig sehen wir aber, dass eben hier stagflationäre Tendenzen möglicherweise immer stärker durchschlagen. Denn der Baltic Dry Index, der also bemisst, wie viel Transporte kosten, der geht weiter nach oben. Wir sehen, die Container-Shipments-Kosten, vor allem nach Asien, sind weiter extrem hoch, steigen weiter, während auf der anderen Seite eben die 10-jährige Staatsanleihenrendite fällt. Also Wirtschaft scheint sich abzuschwächen, Kosten bleiben oben oder steigen weiter. Das wäre dann Stagflation. Wir haben jetzt gesehen, die Fed, wir haben gesehen, die Notenbank in China will ein bisschen lockern, die Fed will ein bisschen die Schrauben anziehen, minimal. Und die EZB wird uns heute Interessantes erzählen, nämlich, dass man jetzt das neue Inflationsziel bei 2% haben wird und auch ein Überschießen dieser Inflation erlauben wird. Vorher hieß es ja below but close to 2%, also unter, aber in der Nähe von 2%. Jetzt sagt man 2%. Und wenn es ein bisschen drüber ist, Schwarm drüber. Das werden wir heute von der EZB bekommen. Schlechte Nachricht für Sparer, so sagt es Holger Čepić. Gute Nachricht für Schuldner, ja, also für diejenigen, die Schulden haben. Schauen wir uns jetzt mal die Virussituation in Europa an. Hier auch die Delta-Variante, ja, natürlich jetzt immer dominanter. Wir sehen aber die Hospitalisierungen in UK. Trotz steigender Zahlen gehen sie kaum nach oben. Warum? Weil die Leute, die von diesem Virus befallen werden, überwiegend junge Leute sind. Wir sehen hier oben mal eine Statistik aus Spanien. Es ist die Altersgruppe 10 bis 29, die hier vor allem betroffen ist. Die sind überwiegend noch nicht geimpft, die sind da also sozusagen im Fokus und die müssen meistens nicht ins Krankenhaus, die sterben auch nicht. Man lernt also mit dem Virus zu leben. Vielleicht passiert jetzt eine Durchseuchung mit der Jugend auf dem Weg zur Herdenimmunität. Unten sehen wir die Zahl der Fälle, die in UK deutlich ansteigen, in Spanien und in Portugal, in Europa oder in Deutschland genauer gesagt, ja, noch nicht so wirklich, also zumindest nicht so wirklich stark. Gleichwohl haben wir nach wie vor ähnliche Probleme in Sachen Lieferketten hier in Deutschland. IFO-Materialmangel in der Baubranche, soeben rausgekommen. Über 50% beklagen das, fast 100% sagen, wir haben gestiegene Kosten. Also wir haben dieses Problem, dass die Wirtschaft möglicherweise schon beginnt abzuschwingen, aber die Inflation noch eine Zeit lang braucht, bis sie sich vielleicht ein bisschen wieder beruhigen kann, sondern dass die Dinge möglicherweise jetzt schwierig werden in einem stagflationären Umfeld, abschwächende Wirtschaft bei gleichzeitig steigenden Preisen. Das hat für die Aktienmärkte Bedeutung und das werde ich heute Abend diskutieren mit Roland Ulrich
Boom und Bust, 18.30 Uhr. Das wird vielleicht ein paar Aufschlüsse geben darüber, wie es jetzt wirklich weitergeht. Da versuchen wir die Dinge wirklich mal umfassender zu beleuchten. Seien Sie dabei, das würde mich freuen. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diesen, was haben wir heute, Donnerstag. Und gestern das Markeflüster, da hat das Mikro nicht richtig drin gesteckt, deswegen die Tonqualität schlecht. Ich hoffe, jetzt hat es funktioniert und Sie können mich auch wirklich verstehen. Bis heute Abend, 18.30 Uhr, meine Damen und Herren. Ich sage Servus und Ciao.